Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Die Stimmung an der Börse ist dem Wetter entsprechend freundlich. Das ist das wöchentliche Börsen-Update Akrevis Invest heute mit dem Michael Rüegg bei uns im Studio. Herr Rüegg, auch in dieser Woche haben verschiedene Unternehmen ihre Jahreszahlen präsentiert. Da schauen wir nachher schnell an. Generell kann man sagen, die Stimmung ist immer noch freundlich oder täuscht der Eindruck? Ja, nach einer kurzen Ernüchterung Anfang Woche ist es dann am Mittwoch wieder zügig bergauf gegangen an den Märkten. Ein Hauptgrund war sicherlich, dass es wieder Hoffnungen gibt, dass Amerika und China sich allenfalls bezüglich Handelskonflikt könnten einigen. Aber auch die Aussicht, dass sich die USA mit weiteren Zinsschritten zurückhalten wird oder dass allenfalls gar keine Zinserhöhung mehr wird stattfinden dieses Jahr, das hat zu der freundlichen Stimmung beigetragen. Das heisst, der Weg ist frei für steigende Kurse. Das wäre zwar schön, entspricht aber nicht ganz der Realität. Haben wir doch seit 2018 immer noch die gleichen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen. Auch die Tatsache, dass sich die Wirtschaft in den wichtigsten Märkten könnte noch weiterhin ein bisschen abkühlen dieses Jahr und auch ein Brexit am 29. März sowie auch wieder allenfalls aufkeimende Probleme zwischen China und USA könnten die Kurse durchaus auch wieder sinken lassen. Auch in dieser Woche haben diverse Unternehmen ihre Jahreszahlen veröffentlicht. Wie sind die ausgefallen und welche sind besonders aufgefallen? Teilweise sind die Erwartungen erfüllt worden, teilweise sogar übertroffen und teilweise sind die Erwartungen nicht ganz erfüllt worden. Unter anderem hat zum Beispiel diese Woche Bell, Clariant, Credit Suisse, Nestle, Schindler und Sulzer Zahlen vermolden. Rausgestochen ist sicher Credit Suisse, die nach 3 Jahren wieder mal einen Gewinn ausweisen konnte. Allen Unternehmen ist gemeinsam, dass sie sich doch jetzt auch wieder mit schwierigeren Rahmenbedingungen konfrontiert sehen als noch vor Jahresfrist. Gibt es einen Titel, der Ihnen besonders gut gefällt? Unsere Anlage im Fokus ist Belimo. Bei meinem zürcherischen Hinwil beheimateten Unternehmen handelt es sich um eine äußerst innovative, kapitalstarke und vorbildlich geführte Firma, die global von der Automation und von der Energieeffizienzsteigerung im Bereich Gebäudetechnik profitiert. Am 11. März wird Belimo ihren Zahlenreigen dann präsentieren können. Und da erwarten wir doch noch einige positive Kursimpulse. Herr Rüegg, besten Dank. Freundlich zeigt sich auch das Wetter am Wochenende mit einem Hauch Frühling in der Luft. Das Topwetter da gerade als nächstes. Danke fürs Interesse. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.